Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich hier in Hemmingen begrüßen. Auch ich will mich dem Dank der Vorredner anschließen, dass Sie sich heute hier getraut haben, durch diesen linken Mob durch. Das zeugt von besonderem Mut. Darauf können Sie stolz sein. Sie sind wahre Demokraten und deshalb herzlichen Glückwunsch dafür, dass Sie heute sich hier quasi durchgeschlagen haben. Lassen Sie mich eines in aller Deutlichkeit sagen, wir haben heute wieder gesehen, wer das wahre Problem in diesem Land ist. Wir haben heute wieder an dieser Tür gesehen, wem es darum geht, die Meinungsfreiheit in Deutschland zu beschränken, den Meinungskorridor zu verengen, unliebsame Meinungen gar nicht zu Wort kommen zu lassen. Die da draußen sind das wahre Problem für unsere Demokratie. Und eines kann ich Ihnen versprechen, und ich denke, da spreche ich auch in Ihrem Sinne, solchen Leuten werden wir unser Land niemals überlassen. Niemals! Denn so etwas wäre mit umgekehrten Vorzeichen überhaupt gar nicht möglich. Man stelle sich das einmal vor, die SPD würde in diesem Raum eine Veranstaltung durchführen wollen und Vertreter der AfD und anderer Gruppierungen würden dort draußen einen solchen antidemokratischen Zampano durchziehen. Ich garantiere Ihnen, das würde keine 10 Minuten dauern, dann würde das geräumt. Und diese Ungleichheit, diese Ungleichbehandlung in diesem Land, mit der muss endlich Schluss sein. Woran liegt es, dass sich diese Leute ermutigt fühlen, da draußen hinzustehen? Woran liegt das? Nun ganz einfach, weil dieser Staat auf dem linken Auge blind ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht nur Verharmloser und Relativierer dieser Linksextremisten sitzen in deutschen Parlamenten, nein, sogar Unterstützer und Förderer. Ich habe mittlerweile schon meinen 3. Linksextremismusantrag im Deutschen Bundestag eingebracht. Und derjenige, der die entsprechenden Reden verfolgt hat, wird feststellen, dass wir im Deutschen Bundestag links, grün, rote Parteien und Fraktionen haben, die ganz offensichtlich sogar Linksextremismus unterstützen und fordern. Als es darum ging, unseren Verbotsantrag bezüglich der Antifa durchzukriegen, hat niemand außer der AfD diesem Antrag zugestimmt. Und in den Reden zu diesem Antrag, da sind Vertreter der Grünen und der Linken vorne ans Pult hingestanden und haben klipp und klar ihre Solidarität mit der Antifa verkündet. Und sie haben wahrheitswidrig behauptet, Antifa stünde ja für den Begriff Antifaschismus, und dabei handelt es sich ja um eine Grundhaltung, die ein jeder Demokrat teilen müsse. Das ist versuchte Volksverdummung. Antifa, das sind gewaltbereite Gruppierungen in Deutschland, die nur ihre linksextreme Meinung gelten lassen wollen, die Jagd auf politisch Andersdenkende machen, und es wird Zeit, dass diese Antifa endlich verboten wird. Auch die Zahlen sprechen im Bereich Linksextremismus eine klare Sprache. Wir hatten allein einen Anstieg von 2018 auf 2019 um fast 40% linksextremistische Straftaten. Und das ohne, dass es einen konkreten Anlass gegeben hätte, wie zum Beispiel ein G20-Gipfel oder ähnliches. Ohne dass es einen linksextremistischen Anlass gab, sind die Straftaten um fast 40% gestiegen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das zeigt jedem ganz klar, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Ich habe aber gerade die Grünen, die Linken und die Roten ausgeführt im Parlament. Lassen Sie mich eines sagen, wenn jetzt noch jemand meint, weil die CDU hier im Land ja relativ stark ist, die CDU würde es aber anders machen. Die CDU bei jeder Rede distanziert sie sich ja immer vollmundig vom Linksextremismus. Nun, ich muss Sie enttäuschen, bei der CDU klafft Reden und Handeln galaxienweit auseinander. Warum? Weil die CDU, meine sehr verehrten Damen und Herren, ernsthaft bei einer Wahl der Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern ihre Stimmen dazu hergegeben hat, dass eine bekennende Linksextremistin zur Verfassungsrichterin geworden ist. Die CDU hat ihre Stimmen dafür hergegeben, dass man den Bock zum Gärtner macht. Und wir haben im Deutschen Bundestag die Bundeskanzlerin gefragt im Rahmen einer Regierungsbefragung: Frau Bundeskanzlerin, wie kann es denn sein, dass Sie eine legitime Wahl in Thüringen, wo ein Ministerpräsident auf ganz demokratischem Wege gewählt wurde,
nämlich der Herr Kemmerich, mit den Stimmen der AfD, dass sie es dafür notwendig angesehen haben, aus dem Ausland ihre antidemokratische Grundhaltung zu demonstrieren und öffentlich verlangt haben, diese Wahl müsse rückgängig gemacht werden, während sie aber dann, wenn ihre Partei, ihre CDU, Stimmen einer Linksextremistin gibt, dass sie zur Verfassungsrichterin gemacht wird, da intervenieren Sie nicht. Wie erklären Sie das? Und was hat diese Frau Bundeskanzlerin gesagt? Können Sie nachschauen, ist ja alles dokumentiert. Manchmal ist Politik eben so. Das ist die Aussage einer Bundeskanzlerin. Das zeigt Ihnen, wie weit die CDU mittlerweile nach links gerutscht ist. Wer in Deutschland eine effektive Bekämpfung des Linksextremismus will, für den ist die CDU keine Wahl. Und für die, die meinen, dass Linksextremismus nur ein Problem sei, das primär die AfD betrifft, denn wir sind ja das Primärziel der Linksextremisten. Ich mache immer vierteljährlich eine Anfrage im Bundestag bezüglich der Angriffe auf Parteien durch Linksextremisten. Da ist die AfD immer ganz vorne. Wir hatten zeitweise sogar die Situation, dass wir mehr Angriffe auf uns durch Linksextremisten verbucht haben, wie alle anderen Parteien zusammen. Aber es trifft eben nicht nur uns. Seien Sie sich sicher, dass Linksextremisten es auf alle abgesehen haben, die nicht ihrer Meinung sind. Ich kann das belegen. In Stuttgart gab es vor ein paar Wochen anlässlich einer Corona-Demonstration einen Mordversuch von Linksextremisten an einem ganz normalen Demonstrationsteilnehmer. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg sieht eine völlig neue Dimension von Gewaltausübung von Seiten des Linksextremismus. Sie sehen daran ganz klar, und ein weiteres Beispiel will ich Ihnen noch nennen, nämlich in Berlin sind Linksextremisten in die Wohnung einer Mitarbeiterin einer Immobilienfirma, eine ganz normale Mitarbeiterin einer Immobilienfirma, eingedrungen, haben sie bedroht und bedrängt. Warum nun diese Immobilienfirma, die hat in Berlin eben sich an einer Wohnungsmarktpolitik beteiligt, die nicht die Zustimmung der Linksextremisten fand. Eindringen in eine Privatwohnung. Es reicht nur, dass Sie für ein bestimmtes Institut oder für eine bestimmte Behörde oder für eine bestimmte Firma arbeiten, die den Linksextremen nicht genehm ist. Wir dürfen das als Demokraten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das, was hier draußen sich abgespielt hat heute Abend, das ist nur der Anfang. Und ich und die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag sagen, wären wir den Anfängen, Linksextremismus gehört konsequent bekämpft. Was heißt das? Nun als erstes eine klare Aussage, wer Linksextremismus unterstützt und fördert und in einem deutschen Parlament sitzt, der muss dort so schnell wie möglich wieder raus. Extremismusunterstützer und Extremismusförderer gehören nicht in ein deutsches Parlament. Natürlich muss die Antifa sofort verboten werden und wir müssen endlich als erster Schritt mit klarer Signalwirkung sämtliche linksextremistischen No-Go-Areas in Deutschland, diese linksextremistischen Zentren, wo sich ja mittlerweile nicht mal mehr die Polizei reintraut, endlich ein für alle Mal notfalls mit knallhartem Zwangsmitteleinsatz räumen. Diesen Linksextremisten muss jeglicher Gestaltungsspielraum in unserer Demokratie genommen werden. Es wird allerhöchste Zeit und die Regierung tut gut daran, sofort damit anzufangen. Wenn sie dazu nicht bereit ist, die AfD ist es auf jeden Fall, wir können es besser. Ich will zum Islamismus kommen. Es wird ja die kühne These aufgestellt, der Rechtsextremismus sei die größte Sicherheitsbedrohung unserer Zeit in Deutschland. Nun, ich gestehe zu, dass wir im Bereich Rechtsextremismus Probleme haben. Der Mordanschlag gegen Walter Lübcke, die Anschläge in Halle und in Hanau sind absolut nicht zu akzeptieren. Sie sind von jedem Demokraten klar zu verurteilen und die Täter gehören auch knallhart bestraft und sehr lange Zeit hinter Gitter gesperrt. Aber wenn es um die Bewertung und um die Frage geht, was ist die größte Sicherheitsgefahr, sind zwei Fragen von zentraler Bedeutung. Erstens, gibt es eine entsprechende Struktur in einem bestimmten Extremismusbereich? Denn wenn dieser Extremismus auf eine Struktur zurückgreifen kann, dann hat er sozusagen ein Netz, aus dem er sich nähren kann. Und das müssten wir für den Rechtsextremismus verneinen. Alle drei Täter
und man hat ja jetzt wirklich intensiv jeden Stein umgedreht, hatten keine rechtsextremistische Struktur, auf die sie zurückgegriffen haben. Es waren Einzeltäter, die mit Unterstützung weniger sich im Internet radikalisiert haben und dann ihre Morde durchgeführt haben. Nochmal, das ist durch nichts zu entschuldigen, das ist auch nicht zu relativieren. Diese Täter gehören nahtlos bestraft. Aber es gibt kein strukturelles Rechtsextremismusproblem in Deutschland. Anders sieht es aus mit dem Islamismus und anders sieht es aus mit dem Linksextremismus. Den hatte ich bereits dargestellt und jetzt will ich zum Islamismus Ihnen einiges sagen. Wir haben dort, und diese Sicherheitsbilanz ist verheerend, in unserem Land derzeit nach offiziellen Angaben, und die offiziellen Angaben sind immer nur die Spitze des Eisberges, darauf können Sie sich verlassen. Das, was unsere Sicherheitsbehörden wissen, das bildet noch lange nicht das gesamte Sicherheitsbild ab, sondern eben nur einen bestimmten Teil. Wir haben in Deutschland derzeit über 12.000 Salafisten, Anstieg seit 2015, mehr als eine Verdopplung. Wir haben dazu, und das wissen die wenigsten, sogenannte Legalisten unter den Islamisten. Das sind Leute, die nicht wie die Salafisten gewaltsam eine Veränderung der Staatsform wollen, sondern die wollen es auf friedlichem Weg, durch Unterwanderung der Institutionen, rechtstreues Verhalten, aber ihr Endergebnis, das sie erzielen wollen, das ist und bleibt ebenso das Kalifat, also ein islamistischer Gottesstaat. Und das bedeutet, wir haben hier von den Sicherheitsbehörden erkannt, 25.000 Staatsfeinde, Zahl und Tendenz steigend, und dieser Staat ist nicht in der Lage, effektive Maßnahmen gegen diese Leute zu ergreifen. Wir haben über 650 Gefährder, also Menschen, von denen uns die Sicherheitsbehörden sagen, dass es nicht mehr eine Frage ist, ob sie einen Anschlag begehen, sondern lediglich, wann sie diesen begehen. Über 650. Wir hatten Ende 2014, also vor der Grenzöffnung, hatten wir noch 164. Also hier auch eine Vervierfachung der Zahl, und diese 650 Gefährder, und das ist die eigentliche Schande, können nicht lückenlos überwacht werden. Einige dieser Gefährder treiben in unserem Land völlig unbehelligt ihr Unwesen. Und wir als AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag sagen klipp und klar, die Sicherheit der deutschen Bevölkerung, der Schutz unserer Bürger hat oberste Priorität. Es ist nicht hinnehmbar, dass hier Islamisten sich frei bewegen, die Anschläge begehen wollen. Wir haben mit absoluter Nulltoleranz und mit maximaler Härte gegen diese Leute vorzugehen. Das bedeutet, die sind entweder abzuschieben, dort wo das möglich ist, wo es nicht möglich ist, in Abschiebehaft zu nehmen. Und sofern es sich um deutsche Salafisten handelt, sind die in Gefährdergewahrsam zu nehmen, und zwar so lange, bis von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht. Diese Maßnahmen bringen Sicherheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin Ihnen noch die Frage schuldig, was ist denn jetzt wirklich die größte Sicherheitsgefahr? Dass wir ein strukturelles Problem im Bereich des Islamismus haben, zeigen die wenigen Zahlen, die ich Ihnen gerade genannt habe. Ich darf auf einen Anschlag hinweisen, auf einen Anschlagsversuch in Köln. Ein islamistisches Pärchen, ein Mann und eine Frau, haben geplant, Rizinsamen in eine biologische Bombe umzubauen, also eine biologische Waffe umzubauen und diese mittels schmutziger Bombe in die Bevölkerung auszubringen. Ein Pärchen, zwei Leute. Bei der Gerichtsverhandlung hat der BKA-Gutachter ausgesagt, unter Worst-Case-Bedingungen, also aus Sicht der Islamisten im besten Fall, hätten wir in Deutschland, also wenn dieser Anschlag umgesetzt worden wäre, 13.500 Tote gehabt und 13.500 Verletzte. In Summe 27.000 Opfer. Und da erzählt man Ihnen, der Rechtsextremismus sei die größte Sicherheitsgefahr. Das ist und bleibt eine Lüge. Die größte Gefahr in unserem Land ist und bleibt der islamistische Terrorismus. Ich will auch noch etwas sagen zu der verheerenden Migrationspolitik, weil sie insbesondere für den Bereich der inneren Sicherheit natürlich auch verheerende Auswirkungen hat. Bevor ich jetzt Zahlen nenne, das tue ich immer bei meinen Vorträgen, lassen Sie mich eines klipp und klar sagen. Die Vorwürfe, die sich der AfD gefallen lassen muss, im Hinblick auf Kaltherzigkeit, Unmenschlichkeit oder Schlimmeres, fremdenfeindlich etc. pp., entbehren jeglicher Grundlage. Die AfD hat nichts gegen Menschen, die berechtigt in unser Land kommen, die die Chancen unseres schönen Landes erkennen, die die Ärmel hochkrempeln, die sich
mit eigener Hände Arbeit eine Existenz hier aufbauen, die sich selbst und ihre Familien zu wertvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft machen, die mit uns leben wollen, statt gegen uns, weil sie unsere Grund- und Werteordnung teilen. Diese Menschen, das hat Deutschland in den letzten 30, 40, 50 Jahren gezeigt, gegen solche Menschen haben wir nichts und die sind auch jederzeit gerne willkommen. Das ist Standpunkt der AfD und das wird es auch immer sein. Aber wogegen wir uns wehren, das ist eine illegale Massenmigration, all jene, die eben unberechtigt in unser Land kommen, mit verheerendsten Folgen für nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche, eben auch für den Sicherheitsbereich. Und wenn Ihnen da immer erzählt wird, der Herr Seehofer kommt ja immer und sagt, Deutschland ist so sicher wie seit 30 Jahren nicht mehr und versucht es dann mit der polizeilichen Kriminalstatistik zu belegen, weil sagt er ja in bestimmten Deliktsbereichen, da sinkt dann die Kriminalität. Nun, da mag er recht haben, aber in anderen Bereichen steigt sie zum einen und eins ist auch wahr, Deutsche begehen immer weniger Straftaten, aber Nicht-Deutsche immer mehr Straftaten und genau das ist das Problem. Durch die Politik der offenen Grenzen seit 2015, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir über 1,3 Millionen Straftaten von diesen Zuwanderern im Inland gehabt, davon über 250.000 Hoheitsdelikte. Hoheitsdelikte sind schwerste Straftaten. Das hat nichts mit Kaugummi klauen oder Ladendiebstahl oder Betrug zu tun. Das sind schwerste Straftaten mit verheerenden Folgen für die Opfer. 250.000. Und es betrifft nicht nur die 250.000 Opfer, es betrifft vor allem auch deren Familien, deren Liebsten, die eben nicht mehr ihren Familienangehörigen so haben, wie sie ihn früher hatten. Hier werden Familiengeschichten zerstört, hier wird ganz massiv die Sicherheit unseres Landes gefährdet. Diese Migrationspolitik, diese Politik der offenen Grenzen muss so schnell wie möglich beendet werden. Wir wollen endlich wieder Sicherheit in Deutschland. Ich könnte jetzt noch einiges zu den Messerdelikten sagen. Wissen Sie, Messer als Tatmittel wird ja in Deutschland leider nicht großflächig bzw. bundesweit erfasst, aber in Baden-Württemberg werden die Messerdelikte erfasst. Das Tatmittel Messer ist dort separat aufgeführt. Und wenn Sie dort reinschauen, sind wir jetzt mittlerweile so weit, dass die Anzahl der nicht-deutschen Messertäter größer ist wie die Anzahl der Messertäter mit deutscher Nationalität, obwohl wir einen wesentlich geringeren Anteil an der Bevölkerung dieser Personengruppe zu verzeichnen haben. Dieser Anstieg der Messerkriminalität in unserem Land, und das lässt sich anhand der Statistik in Baden-Württemberg klar nachweisen, ist einzig und allein, und jetzt halten Sie sich fest, auf die Zunahme bei Messerdelikten von sogenannten Zuwanderern zurückzuführen. Auch diese Explosion der Messerdelikte hängt ganz klar zusammen mit der offenen, mit der Politik der offenen Grenzen. Und wisst ihr, was mich wundert ist, nach Stuttgart hätte ich jetzt eigentlich erwartet, wo jedem klar ist, wo die Faktenlage auf dem Tisch liegt, auch wenn man uns versucht hat zu belügen, auch wenn man uns erzählt oder erzählen wollte, es habe sich hier um Party- und Event-Szene gehandelt. Wir alle konnten die Videos sehen, wir alle konnten das gebrochene Deutsch hören, wir alle konnten Allahu Akbar-Rufe hören, wir alle konnten Fuck the Police, Fuck the System hören und haben gesehen, wie eine Melange aus Islamisten, aus Personen aus dem Migrantenmilieu und aus Linksextremisten hier Gewaltexzesse in Stuttgart gegen die Polizei verübt hat und gegen die normalen Ladenbesitzer mit Plünderungen, die es vorher in Deutschland, in Baden-Württemberg, in unserer Landeshauptstadt in dieser Form nicht gab. Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass wir ein Totalversagen der Sicherheits-, der Migrations- und der Integrationspolitik der Regierenden in diesem Lande feststellen müssen, dann war er mit Stuttgart ein für allemal erbracht. Und es wird wichtig oder ist wichtig, dass die Bürger endlich aufwachen und das zur Kenntnis nehmen. Und im Übrigen will ich eins noch sagen, das, was jetzt hier als Lösung angeboten wird, Deeskalation, Malu Dreyer, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen hat gesagt, die Polizei müsste noch deeskalativer auftreten. Mehr Prävention, mehr Sozialarbeit. Glauben Sie mir bitte eins, ich bin Polizeibeamter mit 27 Jahren Diensterfahrung, ich war lange Jahre in der Beweissicherungsfestnahmeeinheit tätig. Ich kenne einen solchen Tätertypus wie in Stuttgart. Und da bringt keine Deeskalation, keine Prävention und keine Sozialarbeit etwas. Da fallen die nur lachend vom Stuhl. Was die brauchen, ist knallharter Zwangsmitteleinsatz, dass sie endlich spüren, dass das, was die abziehen, so in Deutschland nicht akzeptiert wird.
Ich will zum Schluss kommen und fernab jeglicher Statistik, stellen Sie sich bitte einfach selber die Frage, wenn jemand zu Ihnen kommt und behauptet, Deutschland sei so sicher wie seit 30 Jahren nicht mehr, dann liegt es an Ihnen. Sie haben von Gott Sinne geschenkt bekommen. Sie können sehen, Sie können hören, Sie können mit offenen Augen durch unser Land laufen. Und sagen Sie mir bitte, wo vor 30 Jahren gab es den Betonpoller zum Schutz vor terroristischen Anschlägen in unseren Innenstädten? Wo vor 30 Jahren gab es denn Frauenschutzzonen bei öffentlichen Veranstaltungen, dass sich bedrängte Frauen zurückziehen konnten? Wo gab es denn bitte schön einen Anstieg der Messerkriminalität um 300% innerhalb weniger Jahre? Wo um Gottes Willen brauchten wir denn vor 30 Jahren Security in unseren Freibädern, in unseren Jobcentern, in unseren Krankenhäusern, in unseren Schulen? Wo vor 30 Jahren wurden denn Notärzte, Feuerwehrleute und Rettungsdienstler im Rettungseinsatz massiv angegriffen und schwerst verletzt, nur weil sie helfen wollten? Wo bitte vor 30 Jahren sind denn fast schon reihenweise Menschen vor einfahrende Züge geworfen worden? Und wo vor 30 Jahren hatte man nicht mal Skrupel, das mit Frauen und Kindern zu tun? Und eine letzte Frage noch: Wo vor 30 Jahren, um Gottes Willen, gab es denn einen Park in Deutschland, in dem mit Billigung und Duldung aller staatlichen Institutionen Drogendealer harte Drogen verkaufen konnten? Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihr Gefühl trügt Sie nicht, Ihre Wahrnehmung trügt Sie nicht, die Regierung belügt Sie, wenn sie behauptet, Deutschland sei so sicher wie seit 30 Jahren nicht. Die Wahrheit ist, Deutschland ist so unsicher wie noch nie, Sie haben recht und wir wollen endlich unser sicheres Deutschland zurück. Und ich kann Ihnen eines versprechen, wir im Deutschen Bundestag, die AfD-Fraktion, arbeitet täglich daran, genau Ihre Vorstellung dort mit einzubringen. Wir sind A, die Stimme der Vernunft, B, die Stimme, die die Interessen der deutschen Bevölkerung wieder in den Mittelpunkt stellt, während für alle anderen Fraktionen in diesem sogenannten Hohen Haus alle anderen wichtiger sind als Sie, sind wir die letzte Bastion, die Ihre Interessen noch verteidigt. Und diese Bastion werden wir niemals aufgeben. Dieses Versprechen kann ich Ihnen geben.